Hi Leute, das ist Samu hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2. Und zwar gibt es die Titel-Update 22.2 Patch Notes mit so ein paar wichtigen Sachen drin. Sehr, sehr nice. Und zwar gehen wir nochmal direkt drauf zu sprechen, die Veteran-Rewards. Ne? Also die Lexington, die benannte LVOAC, die so einige hatten Probleme, die in ihrem Inventar zu halten, beziehungsweise sie überhaupt zu bekommen. Und dahingehend sehr, sehr cool, alle Spieler, die für den Veteran-Reward in Frage kommen, erhalten eine zweite Kopie der Lexington in ihrem Postfach im Spiel. Um eine richtige Skalierung zu gewährleisten, melden sie sich mit ihrem höchsten Charakter an, um eine Version der Waffe zu erhalten, die ihrem aktuellen Niveau angemessen ist. Sehr, sehr cool. Dann zum Winter-Event. Die jährlichen Winterfeiern finden im Dezember in Division 2 statt und damit die Rückkehr der festlichen Cosmetics. Das Winter-Event beginnt am 10. Dezember und endet am 26. genau am 2. Weihnachtstag. Und das Winter-Event ist für alle Spieler verfügbar, unabhängig vom Besitz vom DLC Waters of New York. Alle Ziele liegen in Washington DC. Die Veranstaltung besteht aus zwei Projektketten, einer einfachen Spur und einem harten Track, die jeweils 6 Projekte umfasst. Diese Ziele bestehen aus Zeitfahren, bei denen die Spieler bestimmte Missionen absolvieren und die Zielzeit schlagen müssen, um erfolgreich zu sein. Also so erinnert mich so ein bisschen an die Liga, die es ja nicht mehr in die aktuelle Season geschafft hat. Dann zu den Modifiern, den Modifikatoren. Der Teamleiter hat nun die Kontrolle über die Aktivierung oder Deaktivierung der Modifikatoren für die Gruppenmitglieder. Das sollte eigentlich von Anfang an schon drin sein, ist zum Glück jetzt gefixt, da gab es auch einige Probleme mit. Dann die Rick Vital Stacks. Die stiegen von 10 auf 30 und der Schaden pro Stapel wird jetzt auf 0,075% für maximal 2,25% reduziert, was einen Schaden bei 30 Stapeln widerspiegelt. Das heißt, das ist auch ein kleiner Nerf. Also quasi für alle, die nicht wissen, was hiermit gemeint ist, das ist der Modifikator, den die Gegner haben, dass wenn man drauf schießt, dass man selbst Schaden zurückbekommt. Master of None wendet jetzt Disorient in weite Entfernung statt Lähmung an. Heißt, man wird nicht mehr die ganze Zeit geschockt, sondern wird desorientiert, was natürlich deutlich besser ist. Geht auch auf den Nerv, aber immerhin besser, als wenn man mit der Schockmunition für mehrere Sekunden da steht und hat so gut wie keine Chance zu überleben. Dann noch ein bisschen, was die Bekleidung angeht. Das Problem mit Hyena, Redeemed Pants, Knips mit mehreren Hemden und Stiefeln behoben. Okay, das Problem mit Virtuoso Pants, die mit mehreren Hemden schnitten. Boah, diese direkte Übersetzung, ich stelle beim nächsten Mal wieder um. Das Problem mit Virtuoso Head Clipping mit mehreren Gläsern und Masken wurde behoben. Das Problem wurde behoben, dass der Isaac Stein nicht auf Lowlife Rucksack vorhanden ist. Alter, das ist ein Kram. Und weitere kleine UI Fixes. So, ja, wenigstens mal so ein paar Sachen, die recht wichtig sind. Sehr, sehr cool. Bin gespannt, was ihr sagt, Leute. Haut mir gerne in die Kommentare, was ihr hier drüber denkt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.